Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ja, auch die letzte Aufnahme war wieder so ein bisschen so ein Rage Quit, würde ich sagen. Aber ich habe was gelernt. Ich habe mir nochmal angeguckt, was in der Beschreibung zu diesem roten Zeichen, was über meinem Kopf erscheint, drin steht. Da steht nämlich nicht nur Ausweichen drin, sondern da steht auch noch drin, man kann auch springen, wenn es ein Schwung ist, den der Gegner macht. Das habe ich einfach überlesen. Mein Fehler. Ich werde mich da jetzt noch mal ein paar Mal reinwerfen in diese Gegner. Und vielleicht kommt's irgendwann. Das ist jetzt die 7. Stunde oder so. Keine Ahnung. In der ich das probiere zu lernen. Ist ein bisschen hart. Ich glaube, ein großes Problem ist einfach, dass ich so ein Dark Souls Mindset habe aktuell. Kein Bock, dass die da dazukommen. So, kann ich mich hier irgendwie... Ach, schade. An den Dicken komme ich nicht ran, dass ich dem hier schon einen Punkt abziehen kann. Hilf mal mit, Kumpel. Nicht gut. Hallo, den Vordersten. Alter, also, ach, das mit dem Anvisieren ist echt immer noch ein Schmutz. Ja, diesmal bin ich ausgewichen, weil es ein Griff war. Wäre das auch richtig gewesen. Aber mein Ausweichen kam wohl nicht rechtzeitig. Irgendwelche... Nee, Löschpuder bringt mir alles nix. Ja, und das ist jetzt mein Tod halt, ne? Ja, das wäre jetzt ein Springen gewesen. Nee, das wäre ein Springen gewesen. Scheiße. Ah, da muss ich mich erst dran gewöhnen, dass ich hier springen muss in dem Spiel für... Okay. Ich versuche ganz ruhig zu bleiben. Und mir das einfach einzuprägen, zu lernen.
Ja, ist ja gut. Nein, das war der... Ach, das wäre ein Sprung gewesen. Keine Ahnung. Ist mein Kumpel schon weg oder kämpft er da noch irgendwo? Du sollst doch mithelfen. Ich hab halt gedrückt, ne? Ihr habt die Ausweichbewegung gesehen, er konnte mich trotzdem greifen. Er konnte mich trotzdem greifen. Ich hab's schon wieder richtig gemacht und das Spiel sagt einfach nein. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Ach, come on.
Wow. Nein, das wäre ein B gewesen. Oh Mann, ey, das ist doch scheiße. Ich drück halt auch ausweichen, ne? Nicht ausweichen, nicht verteidigen Taste habe ich gedrückt. Okay, alles klar. Gut, dass ich mich schon heilen muss. So viele Tasten, die man hier während dem Kampf drücken muss. Verteidigen gedrückt. Es hat nicht geholfen. Weil ich wahrscheinlich noch im Angriff drin war, aber... Ja, irgendwann muss ich ihn halt auch mal hauen, ne? Und das... Ich kann ja nicht die ganze Zeit verteidigen. Kann ich nicht hier irgendwo schon darüber, Mensch? Muss ich jedes Mal da hinten rumlaufen? Ey, das ist doch auch nervig. Hallo, da links sind doch Gegner, Spiel. Es ist einfach so scheiße. Ah.
Mist. Ich habe gedrückt, aber habe den Angriff noch durchgeführt. In dem Moment. Ein schneller Angriff, den ich nicht so mitgekriegt habe. Bisschen mehr Zeit geben der ganzen Sache. Ein Ticken zu hektisch bin ich. Was hat mich jetzt rechts unten gesehen? Weiß ich nicht. Ja, klar, dahinter steht ja einer. Ja, meine Fresse. Ich habe schon wieder Ausweichen gedrückt. Ich habe Ausweichen gedrückt, aber ja. Spiel sagt nein. Nee, da steht direkt rechts neben mir einer und das Spiel sagt, nö, ich möchte den links hinten, den letzten Gegner da vorne, den möchte ich anvisieren. Okay. Nein, das war der Schwung. Brauche ich eigentlich gar nicht einen Todesstoß machen. Weil es ist ja aufgeladen links unten. Mein zweiter Bobble. Y, jetzt kommen, jetzt sehen mich hier links hinten welche. Glaubst es ja nicht. Wären A gewesen. Ach, Kacke. Nicht. Ja, ja, ist ja gut. Ach ja, genau. Bleib so lange im Gift stehen. Ah.
Dieses Rumgefummel im Menü ist auch der Horror, ne? Wenn man auf einen anderen Gegenstand wechseln will. Muss ich hier ewig rummachen und gucken, was es ist und keine Ahnung. Ach so, das war wieder der Schwung, ne? Ach, jetzt habe ich eine zu viel gesoffen. Warum konnte ich jetzt zweimal auferstehen? Ach so, das war wieder der Schwung. Ja, das ist dann, ich gucke auf mich, sehe den roten und für mich heißt das rote Taste drücken. Aktuell noch. Dann muss ich aber zurück auf den Gegner gucken und bis ich dann überlegt habe, welche Taste ich drücken muss, ist es echt schon zu spät. Jedes Mal dieses Hinlatschen, ne? Damit ich mich verprügeln lassen kann. Ah, göttliche Hilfe, Zusatzleben. Okay, verstehe. Das hat mich jetzt getroffen. Ich muss so lange überlegen, was ich drücken muss, ne? Es ist unglaublich. Ich weiß auch schon echt nicht mehr, was ich sagen soll mittlerweile, weil ich würde mich einfach nur wiederholen. Ich habe gerade auch eben auf die Verteidigen-Taste gedrückt, aber es ist nichts passiert. Ich kann euch das gerne jedes Mal mitteilen, wenn ich drücke und es aber nicht rechtzeitig war oder keine Ahnung, was das Spiel denkt, was ich dann getan habe. Ich weiß nicht, ob es zu spät war oder einfach nicht registriert wurde. Vielleicht ist der Controller auch scheiße, den ich habe. Ich würde sagen, ich hätte rechtzeitig gedrückt.
Normalerweise wird das sofort. Ich kann auch nur ganz leicht drücken, das wird registriert. Ich habe schon wieder gedrückt gehabt rechtzeitig, aber das interessiert den Boy mit der Flamme überhaupt nicht. Das juckt den kein bisschen. Seine Holzfackel kann ich ja auch... Wie soll ich denn eine Holzfackel abwehren mit einem Schwert? Das geht ja nicht. Wie soll das denn funktionieren? Ich kann ja nicht eine Holzfackel mit einem Schwert abwehren. Das kann ja gar nicht funktionieren. Fuck off, ey. Es ist auf jeden Fall das schwerste Assassin's Creed, das ich jemals gespielt habe. Das kann man sagen. Es ist, ich habe mich auch in Assassin's Creed immer... Fand ich das Kampfsystem irgendwie nicht so geil. Das haben sie hier auf jeden Fall besser gemacht in diesem Assassin's Creed. Aber es ist auch nicht perfekt. Hat schon auch noch seine Macken, aber das kennt man ja von Ubisoft. Hallo, links hinter mir sind Gegner. Links hinter mir sind Gegner, Spiel. Was, warum? Warum? Links hinter mir sind Gegner. Links hinter mir sind Gegner. Anvisieren und From Software, ne? Nein, ich muss springen. Verdammte Axt. Scheiß Gift, ey. Ja, irgendwann wird's bestimmt. Ich würde nur wirklich gerne besser abliefern, das ärgert mich halt auch ein bisschen. Weil es jetzt doch echt lange dauert für diesen einen Hans da vorne. Onushi, Stomu.
Wegen einem so einem Zwischenboss, ne? Das ist... Ja, und es gibt halt einfach ein paar Sachen... Ein paar Dinge, die halt auch einfach nicht geil sind in dem Spiel. Ja, das ist doch jetzt auch scheiße. Er trifft mich mit seinem Schwert. Ach so, habe ich gerade mitgekriegt, dass der Kügelchen-Effekt, der stackt nicht, ne? Das nützt gar nichts, wenn ich zwei nehme. Ich denke mir, dass es Bock macht, deswegen habe ich auch Lust, das zu lernen irgendwie, ne? Aber ja, aktuell, und ich habe mich schon genug drüber aufgeregt, sind ein paar Sachen dabei, die einfach halt nicht geil sind. Vielleicht kann man über die Sachen hinwegschauen. Gerade diese Grabs, diese riesige Reichweite, das Anvisieren, wenn links hinter einem Gegner sind oder halt außerhalb des Bildschirmbereichs Gegner sind. So diese Dinge, vielleicht kann man darüber hinwegsehen, wenn man dann mal das Spielsystem oder das Kampfsystem verstanden hat, ne? Aber um reinzukommen, sind das halt Dinge in einem Spiel, die, ja, machen es einem nicht leicht. Ach, scheiße. Ach, das war ein Grab. Ach, scheiße. Eieiei. Nee, das war kein Grab diesmal, weil kein rotes Zeichen, aber es sah fast gleich aus, ne? Kommen schon ein paar Kügelchen irgendwo? Nee. Keine Kügelchen. Und dann sein Schwert zu verteidigen, wenn es giftig ist, ist natürlich auch echt mega geil. Da habe ich voll Bock drauf, mich dann hinzustellen und nicht auszuweichen. Wenn sein Schwert vergiftet ist und das einen vergiftet, obwohl man verteidigt. Man kriegt ein Gift ab, obwohl man in einer
im Parieren drin ist. Es ist kein perfektes Parieren, ne? Aber sobald ich in der Parierhaltung bin und mein Schwert sein Schwert blockt, würde ich eigentlich davon ausgehen, dass ich kein Gift von seinem Schwert bekomme, aber ich bekomme trotzdem welches. Ungeschickt. Jetzt auf einmal kann er direkt, dreht er sich fast 180 Grad um zu dem anderen Gegner. Ach ja. Wow. Ich liebe es ja, wenn ich einen dicken Magneten in meinem Hintern habe. Das ist auch immer super. Das Größte in diesen Spielen. Es ist echt, also ja, ich kann halt nichts mehr sagen jetzt mittlerweile. Ich spiele das jetzt runter. Ich weiß nicht, was ich tun soll für euch. So, das. Ich würde euch gern irgendwas erzählen oder unterhalten oder sonst irgendwas, aber. Was soll ich denn machen, wenn ich immer. Das ist super langweilig. Einfach stur weiter. In 3 bis 4 Stunden. Das ist halt so mies, ne? Du sagst mir quasi, ich muss dieses Spiel erstmal 10 Stunden spielen, bevor. Also, boah. Ach du Scheißaffe mit deinem Scheißgift auch noch, ey. Das ist doch. Ach man, ey, jetzt kann ich das Schwert nicht verteidigen, weil ich dann trotzdem giftig werde. Das. Da, was? Das ist doch scheiße. Und hier auch, ich drück auf Verteidigen. Ich drück auf Verteidigen. Hab auf Verteidigen gedrückt. Es ist ja nicht so, dass ich da nicht drück, ne? Aber das ist, die Attacke ist.
Ich bin vielleicht ein kleines bisschen dumm. Ah ja. Aber jetzt könnte es lauter sein, oder? Jetzt könnte dieser Sound ein bisschen lauter sein. Manchmal dauert es länger, weil, ja. Und jetzt sagst du, da kommen wir jetzt genau wieder zu so einem Ding, ne? Du versuchst mir die ganze Zeit zu erklären, ich soll in diesem Spiel nicht ausweichen. Und welche dumme Arschgeige... Oh. So, wenn ich verteidige in diesem Spiel, also pariere, dann steigert meine Leiste und geht meine gelbe Leiste da unten hoch. Und die geht hoch, auch wenn ich einen perfekten Block mache. Oder nicht. Dann geht's nur schneller wieder runter. Nur bei verkackten Blocks. Das wage ich zu bezweifeln. Sie geht schneller wieder runter, aber sie geht hoch, auch bei einem perfekten Block. Hinter mir ist ein Gegnerspiel, danke. Das war ein perfekter Block, die Leiste geht hoch. Das war ein perfekter Block und die Leiste geht hoch. Ey, und jetzt erzähl mir nochmal, also ich... Ey, es gibt's doch nichts. Das war ein verkackter Block, ja, okay. Die Leiste hat sich zur Hälfte gefüllt bei einem perfekten Block. Da, perfekter Block, perfekter Block. Leiste geht hoch. Sag, also... Echt, ey. Ich muss doch an irgendeinem Punkt von diesem Spiel auch ausweichen, den Angriffen. Sonst geht doch meine Leiste die ganze Zeit hoch. Die füllt sich zur Hälfte, wenn ich einen perfekten Block mache. Wenn sie sich nicht füllen würde, wäre es für mich okay. Dann hätte ich da viel mehr Spielraum. Hinter mir ist ein Gegnerspiel, danke. Ja. So. Und also ganz ehrlich, ey, das ist alles Mist. Perfekte Blocks füllen sie weniger.
Ja, oder es geht schneller wieder weg oder was weiß ich. Okay, aber ich mache einen perfekten Block und meine gelbe Leiste ist zur Hälfte voll. Dann kann ich nur noch zwei, drei, vielleicht einen verkackten Block machen und dann trifft der Gegner mich so hart nach dem zweiten Schlag, weil ich ja am Straucheln bin und meinen Stun bekomme, dass ich einfach das ganze Leben weg habe. Super. Nice. Wenn es wenigstens so viel weniger wäre, dass es irgendwie halt Sinn macht, ne? Aber wenn ich nach zwei perfekten Blocks meine Leiste halt voll habe, dann kann ich ja auch nichts mehr machen. Ich mache zwei perfekte Blocks, die Leiste ist voll. Okay. Ey, kannst du mal nicht ein Timing haben, das... Greif halt an jetzt. Danke. Genauso spannend. Okay, bei ihm muss ich halt... Wieso brennt er nicht mehr?
Was soll das? Jetzt habe ich nicht geguckt, ne? Ach, scheiße. Wow. Scheiße. Oh, die Grab, wie er sich gerade um 90 Grad teleportiert hat. Ach, wunderschön. Wunderschön, Kacke. Richtig schöne Kacke. Ach. Geil. Diesmal hat sich der Gegner um 90 Grad gedreht und teleportiert. Ach, super. Ist Übersprung das, was ich denke, dass es ist? Nee, das ist... Ach so. Wie unnötig. Hä? Wie unnötig. Verstehe nicht, für was ich das brauchen sollte. Weiß nicht, für was ich das brauchen könnte. So, Achso, ich glaube, ich kann noch ein bisschen leveln. Gibt's hier noch irgendwas Tolles? Nee, ist alles Mist.
Das ist alles eher Mist. Überspringen eines Rundum-Angriffs kann ich dann angreifen. Aha, okay. Nee, hier. Hierhin. So, wenn ich nach zwei perfekten Blocks, wenn dann meine Ausdauerleiste schon voll ist, dann muss ich doch anfangen auszuweichen, oder nicht? Wie soll ich denn, was soll ich denn machen? Was, wenn meine Ausdauerleiste voll ist, was tue ich dann? Das hat mir das Spiel nie erklärt. Was muss ich dann machen? Um dann noch kampffähig zu sein und nicht Schaden und keinen Schaden zu kriegen. Da muss es doch eine Möglichkeit geben. Ich mache zwei perfekte Blocks, meine Ausdauerleiste ist voll. Und dann? Wenn er weiter schnell angreift. Dann bin ich ja kampfunfähig, dann muss ich doch ausweichen, oder nicht? Oh, keiner sagt was. Weil ihr es selber nicht wisst, weil ihr euch da alle durchgelackt habt. Weil ihr so oft in denselben Gegner rein angreifen, dass es wieder runtergeht. Angriffe machen das wieder runter. Das ist doch eine Spielmechanik, das... Ach, okay. Nimmst den Stun in Kauf, meistens wirst du in dem Zeitfenster nicht getroffen. Okay, dann ist der perfekte Block theoretisch scheißegal. Also vor allem jetzt gerade eben für mich. Warum sollte ich dann perfekte Blocks können? Je weniger Stunts, desto besser. Ja, okay. Und aus einem Stun komme ich raus, wenn ich A drücke. So, aber dann kann ich doch jedes Mal den Stun in Kauf nehmen. Dann scheiße ich doch auf die perfekten Blocks. Also ich verstehe... So. Ja, das war jetzt wieder der Rundumangriff. Da hätte ich springen müssen. Jetzt war mein Schwert sogar oben. Jetzt war mein Schwert sogar oben und ich habe den Schaden gekriegt. Uff. Uff.
Wie gesagt, alles halb so wild, wenn ich nicht so unendlich viel Schaden kriegen würde. Dann kriege ich halt mal einen Treffer. So, okay. Aber das war jetzt gerade schon wieder so ein schöner Fail-Moment vom Spiel, ey. Ach, scheiße, ich muss springen. Das ist nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst! Dass ich nach dem Aufstehen vom Tod... Das war jetzt einfach unglücklich. Das war wirklich unglücklich. Absolutes... Das war... Aber ja, ich habe das Gefühl, tatsächlich, das ging jetzt ganz gut, indem ich einfach versucht habe, auf perfekte Blocks ein bisschen zu scheißen. Dann sind die perfekten Blocks in dem Spiel einfach nicht wichtig. Das ist dann, keine Ahnung, wenn man cool sein will, kann man es machen, aber... Keine perfekten Blocks probiert und das war, ich bin fast tot gekriegt, ne? Das gefällt mir nicht. Dass es nicht ordentlich belohnt wird, wenn man perfekte Blocks schafft. Ja, wenn sie einen natürlich in die Ecke drücken. Es wird in dem Spiel nicht richtig belohnt, der perfekte Block. Das ist schade. Sehr, sehr schade. Aber gut, jetzt weiß ich's. Scheiß auf perfekte Blocks. Bringt nix. Deine Haltung besser aufbrauchst oder halt, ja, die Haltung besser brichst, ja. Aber es bringt halt ein bisschen was. Ja, ja, das verstehe ich schon, aber nicht wirklich. Also, wie gesagt, wenn man cool sein will, dann kann man es so machen, aber zum Anfangen oder jetzt aktuell, für mich ist es ein Nachteil, einen perfekten Block zu versuchen. Das Spiel benachteiligt mich, weil ich versuche, perfekt zu blocken. Es ist besser, wenn ich den perfekten Block gar nicht erst probiere. Es ist krass. Das Spiel benachteiligt mich, wenn ich perfekte Blocks probiere. Das ist ja unglaublich. Okay. Also, es tut mir leid, Leute, aber das Spiel ist halt nicht so geil. Es ist ein ganz cooles Kampfsystem, aber ja,
Das ist doch Mist. Warum werde ich benachteiligt, wenn ich einen perfekten Block versuche? Ich hab's leichter, wenn ich auf den perfekten Block scheiß. Oh mein Gott. Wow. Wenn das Timing nicht stimmt, wird das ein normaler Block? Eben nicht. Weil, wenn ich perfekt block, kann es sein, dass ich zu spät block. Und wenn ich zu spät block, kriege ich den vollen Schaden. Also werde ich benachteiligt, wenn ich versuche, perfekt zu blocken. Weil ich, wenn ich vorher einfach früher block, weil es mich gar nicht, weil ich auf den perfekten Block einfach komplett scheiße, bin ich besser dran. Bin ich grundsätzlich besser dran, weil es das Spiel einfacher macht, als wenn ich versuche, perfekt zu blocken. Ach komm ey, schon wieder viel zu viel Damage gekriegt hier. Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf, nochmal. Und wenn ich perfekt block, bringt's mir noch nicht mal wirklich was, weil... Weil ich ja... trotzdem die Hälfte meiner Ausdauer voll krieg. Die Haltung beim Gegner, keine Ahnung, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass das bei dem was bringen würde, bei dem Dicken. Also insgesamt ist es ein Nachteil, wenn ich versuche, perfekt zu blocken in dem Spiel. Jetzt hier bei dem Gegner jedenfalls. Es bringt mehr Nachteile mit sich als Vorteile. Das ist schade. Ich habe jetzt Blocken gedrückt, sogar lang vorher.
krass. Aufgehört, perfekt zu blocken und schon klappt's. Ah, oh, das ist schade. Ich hätte echt gerne mehr perfekt geblockt. Wow. Ich finde nicht, dass das ein GG verdient hat. Aber Dankeschön, Leute. Danke. Aufgehört, perfekt zu blocken und dann schafft man's. Das ist... Ach ja, okay. So, jetzt muss ich irgendwo so ein Ding suchen eigentlich. Ah, hier wird ja wohl hoffentlich so ein Ding sein. Wobei, das dürfte kein Gegner sein. Flippo, grüß dich, hi. Ja, also in dem Fall nicht. Ich muss halt mal gucken, vielleicht... da ist das Ding. Okay. Was ist hier? Kann ich dein Schwert haben, bitte? Nein. Ich würde gerne mit zwei Schwertern kämpfen. Also bei dem Gegner hat der perfekte Block nichts gebracht. Es kann sein, dass dann irgendwann mal Gegner kommen, bei denen bringt der perfekte Block was, bei diesem nicht. Bei diesem Gegner hat mir der perfekte Block mehr Nachteile gebracht als Vorteile. Aber ich wusste nicht, dass das Spiel so sein kann, dass man durchs perfekte Blocken mehr Nachteile kriegt. Einen schönen Abend, Flippo. Dankeschön. Dir auch. Okay. Okay. Abtrünniger Shinobi? Wieso denken die alle, dass ich die Leute verraten habe? Das ist doch gar nicht wahr. Ich habe niemanden verraten. Jedenfalls noch nicht. Glaube ich. Was tut hier so? Ach so, dieser Schrein. Kann ich nochmal was leveln? Wahrscheinlich schon. Was hat mich jetzt da hinten gesehen, lol? Nee. Nichts Nützliches. Was? Was ist das denn jetzt? Im Flug parieren, das könnte nützlich sein. Das mache ich mal. Das könnte noch nützlich werden, aber sonst weiß ich nicht. What the fuck? Okay, das klingt wild. Das würde ich lernen, um es auszuprobieren. Nicht, weil ich finde, dass es gut ist. Das hier ist super nützlich. Das brauche ich auf jeden Fall. Also, fünf Punkte, denn das nächste lernen. Schreckliche Illusionsmagie, okay. Knallsam, Alter. Was? Mehr habe ich nicht. Knallsamen. Okay.
Lerchensporn-Samen machen ein lautes Geräusch, wenn man sie knackt, nützlich um Illusionstechniken zu brechen. Illusionen werden immer von jemandem erschaffen. Um die Phantome zu zerstören und zur Realität zurückzukehren, muss man den Schöpfer der Illusion besiegen. Knallsamen können dabei eine große Hilfe sein. Na, dann lass mal sehen. Zeig mal deine Illusionen. Bin ich nicht in der Vergangenheit? Warum habe ich diesen Arm schon? Ah, tanzen nicht so, aber ich habe das Gefühl, du vermöbelst mich hart. Vitalität und Haltung. Ausweichschritt. Da steht schon wieder was von Ausweichschritt! Dann Ausweich-Konterangriff. Je niedriger die Vitalität, desto langsamer die Haltungserholung. Je langsamer die Erholungsrate wird, desto röter wird die Haltungsanzeige. Gegen Feinde mit schneller Haltungserholung ist der Ausweich-Konterangriff ideal. Das ist ja auch überhaupt nicht kompliziert hier geschrieben jetzt. Bitte was? Kein Wunder, dass ich das Zeug nie wirklich gelesen habe und auch nicht verstanden habe. Je niedriger die Vitalität, das Leben, desto langsamer die Haltungserholung, desto langsamer Ausdauerregeneration. Also umso weniger Leben der Gegner hat, umso langsamer regeneriert er seine Ausdauer. Je langsamer die Erholungsrate wird, desto röter wird die Haltungsanzeige. Je langsamer die Geschwindigkeit, mit der sich die Ausdauer wieder verringert, also beziehungsweise zurückgeneriert, desto röter wird die Haltungsanzeige, die Ausdaueranzeige, Erholungsrate, Haltungsanzeige. Gegen Feinde mit schneller Haltungserholung ist der Ausweich-Konterangriff ideal. Gegen Feinde mit schneller Haltungserholung. Also gegen Feinde mit viel Leben. Gegen Feinde mit schneller Haltungserholung. Also genau, okay. Gegen Feinde, die viel Leben haben, sollte man einen Ausweich-Konterangriff machen, sagt mir das Spiel. Mein wunderbarer Chat sagt mir aber, weich nicht aus. Okay, traue ich jetzt dem Spiel oder dem Chat, der mir sagt, bitte nicht ausweichen? Ausweichen bestraft das Spiel. Versuch nicht auszuweichen. Hier sagt mir das Spiel, der Gegner hat volles Leben. Weich besser aus. Bei niedriger Vitalität des Feindes sind Angriffe gegen die Haltung sehr wirksam. Bei wenig Leben des Feindes sind Angriffe gegen die Haltung sehr wirksam. Bei wenig Leben füllt sich die gelbe Anzeige schneller. Und was bringt mir das jetzt beim Kämpfen?
Was? Oh. Okay, was? Je langsamer die Erholungsrate wird, desto röter wird die Haltungsanzeige. Okay, von mir aus. Ja, die... Moment. Je langsamer die Erholungsrate wird, umso weniger Leben der Gegner hat, umso roter wird seine Leiste. Das, also, der ganze erste Teil dieser Erklärung ist absoluter Müll und unnötig. Und verwirrt einen komplett. Und das war wahrscheinlich bisher auch immer das Problem. Das war, wird immer das Problem gewesen sein, warum ich diese Texte nicht gelesen habe. Der erste Teil, die ersten beiden Sätze sind... Die hätte man tausendmal einfacher schreiben können. Okay, gegen Feinde mit schneller Haltungserholung, gegen Feinde mit viel Leben, gegen Feinde mit viel Leben ist der Ausweich-Konterangriff ideal. Das Spiel sagt mir schon wieder, ich soll ausweichen, Leute. Nur um das mal festzuhalten. Bei niedriger Vitalität, bei wenig Leben des Feindes, sind Angriffe gegen die Haltung sehr wirksam. Angriffe gegen die Haltung. Ach so, wenn er blockt. Ach so! Bei wenig Leben macht es Sinn, den Gegner anzugreifen, wenn er blockt. Bei viel Leben, greif ihn nicht an, wenn er blockt. Ich bin vielleicht ein kleines bisschen dumm. Warum? Sepp, warum? Warum habe ich jetzt das verdient? Nein! Das ist doch zusammengefasst, ist doch das, was da steht. Bei viel Leben, Gegner nicht angreifen, wenn er blockt. Bei wenig Leben, Gegner angreifen, wenn er blockt. So verstehe ich diesen Text, nachdem ich ihn jetzt wirklich fünfmal gelesen habe und mir jedes Wort nochmal... Oder wollt ihr mir den anders übersetzen? Heißt der was anderes? Dann schreibt bitte eine andere Übersetzung für diesen Text. Ich habe mir vorgenommen, diese Texte genauer zu lesen. Und das tue ich gerade. Es heißt doch nur, dass du manche Gegner nicht allein über Haltungsschaden besiegen kannst. Was? Je niedriger die Vitalität, also das Spiel sagt mir, wenn der Gegner wenig Leben hat, ist die Haltungserholung langsam. Dann steht gegen Feinde mit schneller Haltungserholung, im Umkehrschluss, gegen Feinde mit viel Leben, ist der Ausweich-Konterangriff ideal. Dann ist diese Beschreibung doch absoluter Müll. Manche Gegner werden sofort gebrochen, wenn du blockst. Was? Ja, so kleine Mobs, okay. Ja, okay. Mir ist schon klar, dass ich den öfter blocken muss. Das ist ein Gegner mit schneller Haltungserholung. Aber da oben drüber steht doch was anderes. Das Spiel sagt mir doch in diesem Moment, wenn der Gegner viel Leben hat, hat er eine schnelle Haltungserholung. Steht doch da oben. Nur andersrum. Ja, nicht nur blocken. Okay. Ich muss ihr Leben runterprügeln und dann kann ich gegen ihre Haltung gehen. Aber ich sollte nicht gegen ihren Block prügeln, wenn sie viel Leben hat. Weil wenn sie nämlich viel Leben hat, dann ist der Ausweich-Konterangriff besser. Erst wenn sie wenig Leben hat, sollte ich auf sie einfach einprügeln. So verstehe ich diesen Text. Ja, dass es sich nicht vermeiden lässt, dass ich gegen ihren Block prügel, das ist schon klar, aber ich habe das jetzt nur mal Bonobo, hi, grüß dich. Drauf da wird schon. Learning by doing ist vielleicht besser. Ich habe nur, weil ich vorhin Probleme hatte,
weil ich den Text nicht richtig gelesen habe. Ich wollte jetzt nur Text ordentlich lesen. Und dann kriege ich Sonnentext als nächstes, ne? Also, vielleicht ist das Spiel gar nicht so geil. Ach nee, da muss ich, ja. Okay, ich bin schon so gut wie tot. Ach, fuck off, Alter. Ein Angriff und ich habe kein Leben mehr. Ah! Das wird er noch erkennen. Also, ich weiß nicht, es sind jetzt schon bald 10 Stunden, ne? Leute, ich bin jetzt schon bald 10 Stunden dran. Twitch bleibt dran, wir machen heute auf jeden Fall noch weiter, aber YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Vielleicht wird es langsam besser, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt schon bald 10 Stunden an diesem Spiel. Ich glaube, keine Ahnung, 7 oder so, 7, 8, 9 Stunden werden es sein. Und ich finde es noch nicht so geil. Es hat einfach Fehler und Dinge, die das Spiel nicht cool machen und die keinen Spaß machen. Aber hey, ich weiß ja nicht. Ich probiere es noch ein bisschen. Vielleicht wird es irgendwann cool. Bis jetzt eher nicht so. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ach, Leute, ey.